третьим-четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Уверен, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков. Да-да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там третий и четвертый блок горит крыша. Es gibt zwei Arten von Personen, die nach Tschernobyl fahren. Die einen sind die Katastrophentouristen. Sie hätten gern ein Foto von sich vor dem Reaktor, um ihren Mut zu verewigen. Und die anderen sind wir. Wir möchten den Menschen zeigen, was Atomkraft anrichten kann. Und davon erzählt dieser Film. Bitterkalter Wintermorgen in Kiew, als wir uns zum Hauptbahnhof aufmachen. Hier in der Iwanka-Ujenka-Straße auf dem Bahnhofsvorplatz beginnt ein Tag, den wir niemals mehr vergessen werden. Passkontrolle, Bezahlung und los geht's. Schon kurz nach der Abfahrt werden wir mit reichlich Informationen gefüttert. Ivana, die regelmäßig solche Touren durchführt, ist an diesem Tag unser Guide. Sie erklärt uns die unterschiedlichen Bereiche der Sperrzone, wie der Tag ablaufen wird und an welche Regeln wir uns zu halten haben. Eine Filmdokumentation über die Katastrophe lässt uns die 140 Kilometer, die wir auf den schlechten Straßen hinter uns bringen müssen, quasi vergessen. 3 kilometers from the city, the Vladimir Ilyich Lenin nuclear power plant, where several thousand people go to work each day. Tonight, the 136 in dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, den größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung soll noch Menschen zu Schaden gekommen sein. Weiter heißt es in der Meldung, den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück ereignet hat oder wodurch es verursacht wurde. In den letzten beiden Tagen war an mehreren Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden. An einigen Stellen wurde die übliche Strahlungsmenge um das 5- bis 6-fache übertroffen. Bereits 1977 hat es seine Arbeit aufgenommen und seit Ende 1984, so berichtete Anfang vorigen Jahres die sowjetische Nachrichtensendung Vremya, würden die 4 leistungsstarken Atomreaktoren auf vollen Touren laufen, mit einer Produktion von 1 Milliarde Kilowattstunden alle 10 bis 11 Tage. Ein 5. und ein 6. Energieblock seien im Bau. Bis zu der Erklärung vor einer Stunde in den Fernsehnachrichten hatte es keinerlei Einzelheiten über die Katastrophe gegeben. Es gibt überhaupt keine Gefahr für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland oder in anderen Ländern. In Berlin gibt es 4 Stellen, die die Radioaktivität messen. Das Hahn-Meitner-Institut, das Strahlenschutzamt, der Wetterdienst der FU und der Deutsche Wetterdienst in Tempelhof. Die Spaltprodukte Jod 131 und Cäsium sind der Beweis dafür, dass die radioaktiven Strahlungen aus dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl stammen. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными,
и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Es ist unfassbar, dass wir in diesem Bus sitzen und gerade dorthin fahren, wo sich eine Katastrophe ereignet hat. Denn wenn wir aus dem Fenster blicken, sehen wir eine idyllische Winterlandschaft. Friedlich und wunderschön natürlich. Nach 2 Stunden endet die Fahrt an einer Schranke. Dütschjatkin, die Grenze der 30 Kilometer Sperrzone. Vom Militär werden wir bereits erwartet. Eine rote Ampel, niedergelassene Schranken, Warnschilder. Plötzlich ist Kiew für uns ganz weit weg. Ehe wir uns versehen, fahren wir in die Sperrzone von Tschernobyl. Ein unbeschreibliches Gefühl. Irgendetwas hat sich gerade verändert, auch wenn noch alles gleich zu sein scheint. Vor unserem ersten geplanten Stopp halten wir plötzlich an. Wir sollen aus dem Bus steigen und unserer Reiseführerin Ivana in ein Feld folgen. Dort treffen wir auf etwas vollkommen Unerwartetes. Das erste Mal in unserem Leben sehen wir Wildpferde. Ein unglaublich schöner Anblick. Und das an einem der verseuchtesten Orte unseres Planeten. Wir erreichen Tschernobyl, die Stadt, die dem Atomkraftwerk seinen Namen gab. Einst lebten hier 14.000 Menschen. Heute sind es um die 700, die entweder in ihre Häuser zurückgekehrt sind oder in der Sperrzone arbeiten. Einige der Gebäude wurden für Polizisten, Feuerwehrleute oder Ingenieure renoviert, die hier ihren nicht ganz ungefährlichen Dienst leisten. Wir suchen ein einmaliges Denkmal auf. Der Friedhof der Ortsschilder zeigt uns das erste Mal an diesem Tag, was Tschernobyl bedeutet und was Atomkraft anrichten kann. Jedes Schild steht für viele Menschen und man hat großen Respekt, wenn man dort hindurchläuft. Langsam wird uns bewusst, durch welche Straßen wir gerade fahren. Mit einer Mischung von Entsetzen und Faszination
sehen wir aus dem geheizten Bus auf die vergessenen Häuserblocks, die die Zeit schon lange eingeholt hat. Ein Stück weiter befindet sich die Feuerwache. Das Denkmal davor, von Hand errichtet und eingeweiht am 10. Jahrestag der Katastrophe, soll an die rund 800.000 Liquidatoren erinnern, die damals in das Atominferno geschickt wurden, um das Unglück einzudämmen. Unweit davon sehen wir Fahrzeuge und Roboter, Nachbildungen von Geräten, die damals eingesetzt worden waren, um beispielsweise Trümmer vom Dach des Kraftwerks zu entfernen. Sie rufen uns die Bilder in Erinnerung, die wir in der Dokumentation auf dem Weg hierher gesehen haben. Die Maschinen leisteten nur kurze Hilfe, da die Elektronik nach kurzer Zeit wegen der hohen Strahlenbelastung ausfiel. Die Menschen dagegen, primitiv ausgestattet mit Bleiwesten, mussten weiter ihren Dienst leisten. In 60-Sekunden-Schichten, in denen sie vermutlich mehr Strahlung abbekamen, als ein Mensch in seinem ganzen Leben verträgt. Wir verlassen Tschernobyl und erreichen die 10-Kilometer-Sperrzone. Auch hier schwer bewaffnete Militärs, die jeden kontrollieren, der hier rein oder raus will. Es sind zu viele Eindrücke, die wir hier in kurzer Zeit erleben. Dinge, die wir sonst nur aus Film und Fernsehen kennen. In Gedanken sind wir noch immer im ersten Dorf, das wir an diesem Tag besuchen, in dem nichts mehr so ist, wie es einmal war.
Ein alter Militärstützpunkt. Noch immer schieben hier Soldaten einsame Schichten. Was sie bewachen, wissen wir nicht. Zu Sowjetzeiten getarnt als Jugendherberge, war es in Wirklichkeit der Standort für ein streng geheimes Radarsystem. Duga 3, ein rund 150 Meter hoher Sender, verantwortlich für das berüchtigte Störsignal Woodpecker. Nach dem Unglück des Atomkraftwerks konnte die sowjetische Regierung den Sender nicht mehr geheim halten und erste Informationen und Fotos gelangten ans Licht der Öffentlichkeit. Als Ivana uns die Geschichte der Radaranlage erzählt, fangen unsere Dosimeter plötzlich an, Alarm zu geben. Ein Alarm, den man schwerlich missverstehen kann. Er sagt eindeutig, weg hier. And in the Soviet Union, there were only 3 TV channels. So, each antenna for each channel. We are 10 kilometers away from the nuclear power plant, guys. That's why our Geiger counters are beeping. Not... denkt relativ wenig über all das nach. Es sind einfach zu viele Eindrücke, mit denen wir hier konfrontiert werden. Und dann stehen wir plötzlich vor dem Reaktor 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl. Ein Anblick, den wir unser Leben lang nicht mehr vergessen werden. Eigentlich gibt es nicht viel zu sehen. Es sieht ein wenig aus wie eine moderne Fabrik. Nur Tage vor unserer Anreise wurde der neue Sarkophag über den alten geschoben. Dieses größte bewegliche Bauwerk der Welt dient aber nicht nur dem Schutz. Unter der neuen Hülle soll der alte Sarkophag, der kurz nach dem Unglück provisorisch gebaut wurde, von Robotern abgetragen werden. Es ist der wohl gefährlichste Teil dieses Projekts. Denn im Innern befinden sich laut Expertenangaben noch immer 200 Tonnen Uran. Wir sind unterwegs nach Pripyat, der Stadt nahe des Kraftwerks. Das Ortsschild, ein sogenannter Hotspot, unweit des Red Forest, dem am meisten verstrahlten Gebiet in der Sperrzone. Hier steigen die Werte unserer Dosimeter in den zweistelligen Bereich. Ivana sagt uns, dass die Strahlung nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern dass es bestimmte Punkte gibt, ausgelöst durch Partikel im Boden, die die Werte auf ein Vielfaches steigen lassen. Wir fragen, ob es gefährlich ist, hier zu stehen. Sie erklärt uns, dass es immer eine Frage der Dauer ist, was die Einheit Mikrosievert pro Stunde auch sagt. Nach wenigen Minuten verlassen wir diesen Ort, weil wir uns unwohl fühlen, von einem unsichtbaren Feind bedroht.
Wir erreichen den letzten Checkpoint an diesem Tag. Durch die Schranke hindurch und hinein in das größte Freilandmuseum der Welt. Pripyat zählte einst 50.000 Einwohner. 15.000 davon Kinder mit einer aussichtsreichen Zukunft. Die Stadt war ein Juwel zur damaligen Zeit. Viele von auswärts kamen hierher, um einzukaufen oder um hier schöne Tage zu verbringen. Die Gebäude sind größtenteils noch im Originalzustand, denn die Menschen wurden im Glauben gelassen, die Stadt nur für etwa 3 Tage zu verlassen. Du weißt nicht genau, was du denken sollst, wenn du bei minus 15 Grad und untergehender Sonne in der wohl größten Geisterstadt der Welt stehst. Der Blick durch ein Schaufenster in die Vergangenheit eines Supermarktes. Du hast vor Augen, wie hier einst Leben stattfand. Das Riesenrad. Eines der Wahrzeichen Pripyats, das nie eröffnet wurde. Auch am höchsten Mahnmal, rund um den Schauplatz der Katastrophe, steigen die Werte in den zweistelligen Bereich, da viele Gebiete der Stadt nie dekontaminiert wurden. Die Autoscooter stehen noch dort, wo sie bei der letzten Fahrt angehalten haben. Alles wirkt wie eine Kulisse, nicht echt, irgendwie gestellt, aber es ist die pure Realität. Wir gehen durch einen Wald, mitten in der Stadt. Nichts Ungewöhnliches, bis wir plötzlich eine Tribüne vor uns sehen und wir begreifen, dass wir gerade über einen ehemaligen Sportplatz gelaufen sind. Die Natur holt sich zurück, was der Mensch einst für sich beansprucht hat. Wir lauschen Ivana und verstehen, während wir ihr durch die leeren Straßen folgen, dass Pripyat das größte Denkmal ist, das jemals von Menschen errichtet worden ist. Es ist der Inbegriff von dem, was Atomkraft anrichten kann. Manchmal muss man Bilder erzählen lassen, was mit Worten nicht zu beschreiben ist.
глазах.